Moin Freunde, willkommen zurück zu Ni No Kuni. Ich bin's wieder, euer Matt Baron. Und es gibt ein paar ganz große Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ja, sind nicht so groß, aber... Ja, das ist besser als Fritten aus der Mülltonne, das werdet ihr schon sehen. So, rein in die gute Stube. Moin, bin der Matt Baron, Tag. Hallo. Und zwar gibt's neue Aufträge, die müssen wir natürlich machen. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Ja, geht einfach nicht. So, und zwar... Zwei Kinder, die eigentlich beste Freunde sind, haben in der Nähe der Milchbrunnen in Al-Kuwait Streit angefangen. Ja. Und jemand vor dem Gasthaus zum Katzenkorb in Al-Kuwait sieht besorgt aus. Ja. Ein Waldbewohner, den kennen wir schon. Und ein Currybudenbesitzer. Oh, geil. Currywurstbudenbesitzer hier, Bommels Blatschek, der braucht ein bisschen Hilfe. Dem ist nämlich die Mayo ausgegangen. Und deswegen müssen wir da mal ganz schnell hin. Kann ja nicht sein, dass sie hier keine Currywurst mit Mayo kriegen. Nee. Ja, es geht nicht. Was soll denn sonst auf eine Pommes drauf? Der macht da immer seine Übung. Also den finde ich total creepy. Ich hatte jetzt eigentlich vor... Was ist hier denn? Ich weiß nicht, was für ein Element der hat. Warte mal, ich gucke jetzt einfach mal in meinen Beutel. Was habe ich denn? Ja, ihr könnt hier irgendwas haben, was ich noch nicht habe. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Moin! Der Barbarenbazar steht vor der Tür. Was soll ich Ihnen dieses Jahr schenken? Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Natürlich, junger Mann. Der Barbarenbazar eröffnet bald. Dann werde ich das unschätzbare Vergnügen haben, Geschenke an meine Enkelkinder zu kaufen. Herrje, wie viele Enkelkinder haben Sie denn? Einen Moment. Wenn man die mitzählt, die übers ganze Land verstreut sind und an den Städten leben, dann so um die 30? Herr Jemine, so viele, das sind aber viele Geschenke. Ja, mag schon sein, aber für jedes bekomme ich im Gegenzug ein unbezahlbares Kinderlachen. Und ihr Glück ist meines, mögen die Vorväter sie behüten. Verdammt, der Mann ist ja fast ein Heiliger, so viel Güte findet man bloß alle Jubeljahre. Meinen Sie, dass Sie uns vielleicht mit etwas helfen könnten? Es könnte Leute retten, die in Schwierigkeiten sind. Könnte es? Ja. Aber ja, bitte sagen Sie, dass Sie uns helfen werden. Ist ja schon gut, weil du so nett gefragt hast. Vielen herzlichen Dank. So, dem nehmen wir mal einen Teil seines Herzens weg. Beziehungsweise wir kriegen ihn ja geschenkt. Das wohlig warme Geschenk der Großzügigkeit haben wir wieder empfangen. Die Güte. Oho, was für ein fantastisches Gefühl. Mein Herz, meine Seele fließen über vor lauter Wärme. Das ist nicht fair. Wieso darf ich nicht noch einen Barbarensplit haben? Ich will auch einen Barbarensplit. Ich habe doch bisher noch gar keinen gekriegt. Hat er jetzt hier alles so liegen lassen? Kann man doch was klauen. Wartet mal, ich möchte mal wissen. Nee, das sind ausgedachte Schriftzeichen. Ich hätte gedacht, das wären die gleichen wie in meinem Buch. In meinem magischen Begleiter. Nee, scheinbar nicht. Hätte ja sein können. Ja, ich werde definitiv... Hier ist der Currywurststand. Hallo! Brauchst du neue Curryflitsche? Verflixt. Mir fehlen die nötigen Zutaten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Stimmt etwas nicht? Ich konnte das Rezept für das berühmteste Kuhweidegericht in meinen Besitz bringen, aber ich verfüge nicht über die erforderlichen Zutaten. Was für ein Gericht ist das denn? Es wird Tikka Mahala genannt. Dem Rezept nach zu urteilen, ist es ein aufwendiges und raffiniertes Curry aus dem zartesten und saftigsten Rindfleisch. Verflixt, das klingt echt köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wollt ihr es probieren? Wenn ihr die Zutaten für mich sammelt, wird euch die Ehre zuteil, seit ewigen Zeiten die Ersten zu sein, die das Tikka Mahala kosten. Ja, gerne, mach ich doch. Danke, du bist ein wundervoller und hilfreicher junger Freund. Hervorragend. Um dieses Meisterwerk zuzubereiten, benötige ich etwas Reis, etwas zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Würze des Lebens? Wo bekommen wir die denn her? Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gehört, dass jemand, der die scharfe Der scharfe Scheich... Ja, ist nur gut. Irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Ja, das klingt doch nach einem guten Ausgangspunkt, nicht? Dann machen wir mal Tempo und suchen uns einen Scheich, wa? Wenn ihr noch irgendwelche Auskünfte benötigt, dann zögert nicht, mich zu fragen. Viel Glück, Freunde. Das ist ein netter Kerl, den mag ich. So... Und Streitschlichten am Milchbrunnen. Guck mal, da blinkt schon wieder was. Da müssen wir hin. Hallo. Na, bist du der, der den anderen ärgert, weil der immer so komische Kniebeugen macht? Nein, du kriegst es nicht zurück. Ich bin damit noch nicht fertig.
Was ist los mit dir? Gestern hast du mir gesagt, dass du zurückgeben wolltest. Nein! Hey, ihr zwei, hört sofort mit der Streiterei auf. Was ist denn los hier? Das Problem ist, dass dieser Dieb mir das Bilderbuch nicht zurückgeben will, das ich ihm geliehen habe. Es ist doch nur ein Bilderbuch und noch dazu ein ziemlich schlechtes. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Du musst es zurückgeben. Ach, lass mich in Ruhe und verschwinde. Verflixt, entweder hat ihm einer das Herz gebrochen und jeden Tropfen Güte rausgepresst oder er muss mal kräftig übers Knie gelegt werden. Ja, man kann so Dinge auch anders lösen. Meinst du, dass er ein gebrochenes Herz hat? Aber er wirkt so peppig. Naja, es kommt drauf an, welcher Teil vom Herzen geklaut wurde. Kann mit einer Persönlichkeit die verschiedensten Sachen anstellen, weißt du? Wie auch immer, viel wichtiger ist doch, was wir da jetzt unternehmen. Sollen wir dem anderen Kerl helfen, sein Buch wieder zu kriegen? Ja klar. Güte haben wir ja noch übrig. Aber sicher, ich will nicht, dass sie aufhören, Freunde zu sein. Wunderbar, dann müssen wir eine Portion von der guten alten Güte suchen gehen, nicht? So, ich habe ein bisschen Güte natürlich dabei, die haben wir gerade eben erst gesammelt. Ja! Hui, bitteschön. Hm? Was ist passiert? Ich wollte das Bilderbuch zurückgeben, aber dann... Wirklich? Du wolltest es zurückgeben? Ja, aber natürlich. Ich geh gleich und hole es. Bitte entschuldige, dass ich so egoistisch war. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, wieder normal zu werden. Bitte nehmt dieses kleine Geschenk an. Ja, ich nehme gerade morgens auf. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass ihr mir ein bisschen Kaffee gibt. Überzogene Leihfrist. Ein Junge in Alcovite weigert sich, ein Buch zurückzugeben. Das ist jetzt erledigt. So, und bald haben wir noch Verdienststempel. Es tut mir wirklich außerordentlich leid, dass wir bisher noch nicht die Prüfung angehen. Aber ich möchte noch eine zweite Karte voll machen. Bevor wir in den Tempel gehen. Was ist mit dir denn? Was hast du denn im Überfluss? Bei den Bärten der Vorväter. Wir haben es letztes Mal so hart bestraft und trotzdem sind sie zurück, um auf den Feldern noch mehr Chaos zu sehen. Was ist denn los? Es ist schrecklich. Wilde Kreaturen, die nichts Gutes im Sinn haben, laufen aus unseren weltvollen Barbarenfeldern, Arvok. Wenn das so weitergeht, habe ich keine andere Wahl, als Nacht für Nacht durch die Felder zu patrouillieren, auf denen ich tagsüber arbeite. Mann, oh Mann, das klingt nicht gut. Sind diese Kreaturen gefährlich? Gefährlich? Ha! Die würden meine Existenzgrundlage von den Bäumen pflücken und fressen. Ich habe keine andere Wahl, als sie von meinem Land zu vertreiben. Wow, die ist ja ganz schön mutig. Schon, gell? Aber nicht jede Frau in dem Alter wird abends nur losziehen, um Monster zu verkloppen. Ich sag dir, die hat was in rauen Mengen, Mann. Genau, Mut. Das ist die tapferste Dame, die ich je gesehen habe. Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie uns etwas von Ihrem Mut leihen könnten, um damit Leuten in Not zu helfen? Leuten in Not? Ein Kind in deinem Alter zu sehen, das bestrebt ist, Gutes zu tun, ist schon etwas Feines. Nehmt von mir, was ihr wollt. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich würde dieses komische... Wie hieß dieses... Weniger Nike? Übere Nike. Übere Nike hieß es. Das ist bekloppt. Kennt ihr noch Übere Nike? Die starke und standhafte Kraft der Kühnheit. Du hast Mut erhalten. Wie seltsam, mein Herz fühlt sich leicht an, aber auch warm. Ein komisches Gefühl, aber keineswegs unangenehm. Wäre das dann alles schön? Hallo, hallo, kauf meine Milch. Jawohl, wir haben hier die besten Milch. Und Kastagnetten kann ich auch spielen. Du kleiner Pisser, hau ab da, ey. Mein Arm ist immer noch kaputt. Das kommt, weil ich immer nachts Monster verprüge. Moin. Ich fühle mich so ausgebrannt. Wo ist nur das Feuer geblieben, das einst in mir loderte? Sind Sie krank? Krank? Das ist schlimmer als eine Krankheit, Junge. Viel schlimmer. Ich habe es satt, Gewürze zu mischen. Und Gewürze mischen ist mein Leben. Nanu, das ist doch bestimmt dieser scharfe Scheich, von dem man uns erzählt hat, oder? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Aber mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Ich gehe der Sache besser mal auf den Grund, wa? Sollten wir, warum haben Sie denn keine Lust mehr, Gewürze zu mischen? Warum? Es gibt kein Warum. Da ist einfach nur Leere. Aber Sie sind doch wegen Ihrer Gewürzmischung überall bekannt, Herr Scheich. Haben Sie denn keine Kunden, die auf Ihre Dienste zählen? Vielleicht, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, Ihre Aufträge zu erledigen. Ich kann mich ja kaum dazu durchringen, morgens aufzustehen. Herrje, wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie uns ein paar Gewürze mischen könnten, aber anscheinend geht's Ihnen wirklich nicht gut.
Ich will mich einfach nur ausruhen. Bitte belästigt jemand anderen. Aber... Spar dir die Worte, Olli. Der olle Kerl hat ein gebrochenes Herz. Echt? Yep. Hat kein bisschen Enthusiasmus mehr, wenn ich nicht total daneben lieg. Ich mag das Spiel, aber irgendwie machen die es mir ein bisschen zu einfach. Ja, Olli, ganz genau. Besorgen wir dem Scheich die Prise Pfeffer im Hintern, die er braucht, um seinem Leben wieder die richtige Würze zu geben. Aber Tröpfchen mag ich trotzdem. Du hast ein bisschen Enthusiasmus, oder nicht? Wende Herz Schenken an und gib ihm was davon ab. Ja, klar, hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Guck mal, wie nett ich zu dir bin. Bei den Bärten der Vorväter, was spüre ich denn da? Ich fühle mich so lebendig! Und mehr als je zuvor in meinem Leben verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, Gewürze zu mischen. Prima, wir haben es geschafft, Tröpfchen. Schicke Arbeit, Olliman. Ich verstehe das nicht. Habe ich euch das zu verdanken? Dann stehe ich in eurer Schuld. Ich muss euch belohnen. Hier, bitte nehmt das als Dank an. 2 Sandwiches und 100 Gulden. Ah. Der scharfe Scheich. Haben wir hingekriegt. Okay. Noch eine Stempelkarte. Wundervoll. Und wenn ihr irgendwelche Würzwünsche habt, wäre es mir eine Ehre, sie anzuhören. Ich will nur noch meinem wundervollen Mischmetier nachgehen. Das haben wir tatsächlich. Können Sie uns ein bisschen von Ihrer Spezialität mischen, der Würze des Lebens? Meine Würze des Lebens? Wer hat euch davon erzählt? Ruhig Blut. Der Typ mit der Currybude hat uns drum gebeten. Er braucht Zutaten für seinen Tikka Masala. Nun gut, wenn das alles ist, wofür ihr sie braucht, komme ich eurer Bitte mit Freuden nach. Aber ich habe nicht alle nötigen Zutaten. Ihr müsst mir die fehlenden besorgen. Sicher, was brauchen Sie denn, Herr Scheich? Für so eine starke Mischung brauche ich eine Gelbwurzel und 3 großzügige Prisen scharfer Samen. Alles klar, vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Nicht der Rede wert, mein Junge, es ist mir ein Vergnügen. Kommt wieder her, wenn ihr die benötigten Zutaten habt. Oh Mann. Gibt's bestimmt hier im Laden. Nee, ist ja gar kein Laden, ist ja der Typ. Hilfe, du machst mir Angst, mein Freund. So, was haben wir denn noch? Der Faulpelz, der scharfe Scheich, das haben wir abgeschlossen. Das ist... So. Das haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. König des Currys. Das haben wir noch nicht. Ja, das... schade, dass wir dafür nicht einen extra Auftrag gekriegt haben. Naja, ist ja egal. Hätte ich eigentlich gehofft. Na, dann müssen wir das eben so machen. Geht ja auch. So. Aber erstmal müssen wir hier hin. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir wieder so ein paar Verkloppquests hier kriegen. Beziehungsweise von den Leuten Verkloppquests und nicht die Monsterjagden. Ihr wisst schon. Oh, ich habe ja solche Angst. Ich kann einfach nicht gehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie wirken ein bisschen unglücklich. Das bin ich auch, mein Junge. Willst du meine traurigen Geschichten lauschen? Sicher? Danke sehr. Du bist ein gutherziges Kind. Weißt du, ich verkaufe Al-Kuwaits feinste Milcheiscreme mit Salz. Ich war im Begriff, eine Reise anzutreten, auf der ich erforschen wollte, wie ich meine Ware noch erfrischender und wohlschmeckender machen kann. Ach, das waren Sie? Wohin soll's denn gehen? In ein Dorf im Reich des Eises, weit hinter dem Horizont. Die Leute dort kennen sich mit Eis sehr gut und aus und ich hoffte, von ihnen zu erfahren, wie ich meine Waren noch weiter verbessern kann. Das ist fantastisch. Es braucht viel Mut, um in die große Welt, weite Welt hinauszuziehen. Viel Glück. Du verstehst nicht. Ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen, obwohl ich so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung investiert habe. Was? Warum denn nicht? Hast du nicht eben gesagt, dass du dich zu der Reise entschlossen hast? Ich bin von panischer Furcht erfüllt. Gerüchte über wilde Bestien, die über das Land streifen, ängstigen mich. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Was ist nur mit mir geschehen, wo ich doch einst so mutig war und so sehr danach strebte, die nächste Stufe der Eiscreme-Entwicklung zu erklimmen? Das sieht mir gar nicht nach einem ganz normalen Sinneswandel aus, oder Tröpfchen? Meinst du, er hat ein gebrochenes Herz? Kann gut sein, Olli. Brauchst ein bisschen Mut, der Gute, wa? Und ohne den wird das nichts mit seiner Eiscreme-Revolution. Ganz schön traurig. Das ist ja relativ easy jetzt zu machen. Mut haben wir ja noch. In dem Zustand können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Schick, dann legen wir mal los, oder? Hey, du hast doch Mut dabei, oder nicht? Wende Herz Schenken an und... Ja, es tut mir leid, wenn wir... Ihr wolltet wahrscheinlich, dass ich jetzt sofort die Prüfung mache, mache ich aber nicht. Aber ich gebe euch ja den Luxus, dass ich mindestens 2 Parts von Ni No Kuni am Tag hochlade. Und wahrscheinlich werde ich auf diesem Part hier noch einen folgen lassen.
weil das für euch wahrscheinlich dann zu langweilig ist. Bei den Bärten der Vorväter, ich bin von kolossaler Kühnheit erfüllt. Ich fürchte weder Mensch noch Bestie. Ich vermag jedes Leid zu ertragen, wenn meine Anstrengungen dazu beitragen, die Entwicklung der Eiscreme voranzubringen. Schick, sieht aus, als ob da einer wieder ganz der Alte wäre. Genau, es geht Ihnen jetzt viel besser, oder? Besser? Es geht mir besser als besser. Ich muss sofort zu meiner Reise aufbrechen. Ihr habt meinen Dank. Auch wenn ich damit nur einen Bruchteil meiner Dankbarkeit zu zeigen vermag, bitte ich euch doch, dieses Geschenk anzunehmen. 3 Karottenküchlein. Nam nam. Der Kuwaldi-Eisverkäufer hat plötzlich zu viel Angst, die Stadt zu verlassen, um zu seiner Entdeckungsreise aufzubrechen. Jetzt nicht mehr. 2 Stempel ins Heft. So. Dann werde ich mal gucken, ob ich hier die Zutaten herkriege oder ob ich dafür auf Reisen gehen muss. Vielleicht kann ich die ja hier kaufen. Die sind doch alle solche Gourmets hier. Ich glaube, das feine Fleisch und so weiter, das habe ich ja schon alles. Das habe ich ja diesem einen Bartschwein da aus den Rippen geknallt. Wenn ihr euch dran erinnert. Die Gewürze müsste ich eigentlich auch noch irgendwie im Inventar haben. Gucken wir mal genau, was ihr braucht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ach stimmt, wir haben es ja gar nicht aufgeschrieben. Scheiße. Ja, das hätte ich mal machen sollen. Ich gebe es zu. Meine Güte. Jetzt laufe ich auch noch falsch. Ich kriege zu viel. Hast du besoffen oder was, Kerl? Matt Brown, du bist ja so richtig besoffi gerade, oder was ist da los? Hallo, alter Mann, ich hab vergessen. Ein Zettel und ein Stift. Eine Gelbwurzel, 3 scharfe Samen. Los geht's, mach ich doch gerne für dich. So, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Ja, was hast du mir noch gesagt, wo man die findet? Warte mal. Ach, das hat er mir gerade nicht gesagt. Knollkopf? Oder? Dieser gefährliche Gegner wurde vor kurzem unweit von hier gesichtet. Heiße Böden. Aha. Ja, wir müssen sowieso noch ein bisschen grinden, bevor wir die nächsten Aufgaben hier erledigen können. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal eine Spur heftiger wird. Und Esther ist außerdem erst auf Level 10. Ja, dieses König des Currys im Gang. Ach, das haben wir ja schon alles. Nee, Anschlagtafel ist mir zu blöd. Wo hast du denn mal die Monsterjagden? Monsterjagden. Ach du Scheiße. Guck mal hier. Nehme ich. Ach, guck mal einer an. Endlich haben wir den Schurken, der die Bananen stiehlt. Sub. Okay. Raus aus der guten Stube. Und ich würde sagen, im nächsten Part von Ni no Kuni kümmern wir uns mal um die ganzen Monster, die da draußen rumstromern. Ich bin gespannt, ob die ein bisschen das fallen lassen, was ich brauche. Also, bis dann, Leute. Tschüss.